Hallo und willkommen hier in der 12. Folge bei Rescue 2013. Wir sind heute mal wieder am Start und ja, der rennt genauso wie der letzten Folge, glaube ich, wieder die Fische füttern. Das Aquarium steht zwar drin, aber er füttert sie von draußen hier. Jo. Ich würde sagen, wir stellen die Alarmbereitschaft her. Ja, lala, Reporter Lokalzeitung. Nee, haben wir nicht nötig. Wir brauchen keine 900, 800 Euro. Joa, nichts viel mehr. Der Nachwuchsmechaniker. 17. November, neue Mission. Fahrzeug ist von der Straße abgekommen. Ein Fahrzeug ist in der Nähe einer Autobahnabfahrt gegen einen Baum geprallt. Der einzige Insasse wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei wahrscheinlich schwere Verletzungen. Schicken Sie unbedingt einen Rettungswagen an den Unfallort. Bonner und Vorrüstwagen. Brauchen wir, nehmen wir mal beide mit. Und wir brauchen natürlich. Nehmen wir jetzt beide RTWs mit. Ist besser. So. Einheit eingetroffen. Verstanden. Ja. Hier ist es passiert. Hier war da letztens in irgendeiner Mission hier in diesem Häuschen auch. Ein Unfall. Ein Brand. Oder? Ich glaub schon. Hallo, sind die denn jetzt? Ah. Ja. Positiv. Verstanden. Ja. Positiv. Verstanden. Ja. Verstanden. Ja. Positiv. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Ja. Positiv. Ja. Verstanden. Ja. Muss ich das Auto angucken? Ja. Und kann der eine schon mal. Ja. Ja. Eine Person aufgeholt. Ja. Positiv. Ja. Ja. Verstanden. Ja. Komm, nimm ihn auf. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Ja. Komm, Leute, macht hin jetzt. Positiv. Ja, jetzt dahin. Ja. Ja. Verstanden. Verstanden. Ja. Positiv. Ja. So, tschüss. Aufnehmen und abtransportieren. Ja. Ja. Positiv. Ja. Positiv. Ja. Positiv. Weiß aber nichts mehr. Fertig. Benötigte Zahl 234. Einsatzeinkommen 3500. Der Arzt des regionalen Krankenhauses hat uns mitgeteilt, dass der Zustand des Fahrers stabil sei und zur Beobachtung auf die Intensivstation behalten wird. Er litt komplizierte Schädel- und Gesichtsfrakturen und wurde zweimal operiert. Der Polizei zufolge ist der Fahrer zu schnell gefahren und hat im Moment des Unfalls mit seinem Handy telefoniert. Offensichtlich haben ihre Feuerwehr und Sanitäter mit ihrer Schnellbehandlung und dem Transporter sein Leben gerettet. Ja. Wir sind hier die Lebensretter, eindeutig.
Machen wir direkt hier die nächste Mission. Das war jetzt ein kleinerer Auftrag. Mein Onkel hat ein Spielestudio für den Feuerwehrsimulator. Machen wir nicht. Chef, ein Report. Das hatten wir doch gerade eben schon. Der letzte Vortrag über die Arbeit in der Leitstelle hat mich wirklich inspiriert. Ich würde gerne meine Arbeit mit der Einsatzplanung verbringen. Wer war das? Der hier, ne? Schulungsraum. Nachwuchsstratege und Nachwuchsmechaniker. Der ist hier richtig lernfähig, der kleine Japaner hier. Oder was soll das sein? Ken Urasawa. Ja, irgendwie so ein Japaner oder ein Chinese da. Irgend so ein Japse da. Monatlicher Leistungsbericht nur für November. 2 Einsätze. Ein Brand draußen und einen Rettungseinsatz. 9 Fahrzeuge und 9 Leute. Monatliches Budget 9.500, monatlicher Zuschuss 19.500, Gehälter minus 10.000, Bilanz am Monatsende 51.390 Euro. Ja, wir sind ja richtig reich, ey, mein Gott. 3. Dezember, neue Mission. Ach du Scheiße. Flugzeugabsturz, ein kleines zweimotoriges Flugzeug ist abgestürzt. Offenbar handelt es sich um ein paar bekannte Musiker, die auf Privatreise waren, als der Flugzeug plötzlich abstürzt. Die Bodenkontrolle konnte das Flugzeug nach einigen Angaben vor dem Absturz nicht mehr erreichen. Wir wissen nicht, ob sich noch Verletzte im Flugzeug befinden oder ob es explodiert. Es brennt, sind also möglich, schicken sie da Rettungswagen und eine Löschtruppe zum Einsatzort. Ach du heilige Scheiße. Löschfahrzeug, dann auf jeden Fall den hier. Das Geländelöschfahrzeug vielleicht auch. Und Rettungswagen. Hey, wir haben doch 2 Rettungswagen. Nehmen wir hier dann ein Wassertankfahrzeug mit. Uiuiui. Einsatzbereit. Bin ich ja jetzt mal gespannt hier. Verstanden. Ja. Ach du heilige Scheiße. Verstanden. Positiv. Ja. Ja, okay. Da müssen wir jetzt gucken. Da müssen wir jetzt hier taktisch hantieren, weil hier sind überall Bäume. Kacke, ey. Jetzt haben wir hier mal einen richtig großen Einsatz. Ja. Verstanden. Ja. Positiv. Und am besten erstmal ja. Der kommt da oben hin. Ja. Verstanden. Ja. Dann bleiben die anderen hier, der kommt da hin. Ich brauch den hier, den großen. Ja. Positiv. Ja. Verstanden. Ja. So, komm. Anschließend installieren. Ja. 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 Erstmal das Flugzeug löschen. Ja. 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 Aufstellung in Vorbereitung. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Verstanden. Ja. Verstanden. Ja. Positiv.
Ja. Oh Gott, ich bin da voll im Stress, kann auch nicht so viel reden, weil ich mich hier so drauf konzentriere gerade. Ja. Krankenwagen dazu am besten. Weiß nicht, wie viele Verletzte haben wir noch? Zwei. Oder? Ja. Verstanden. Ja. Einheit einsatzbereit. Verstanden. Ich glaube einen. Ja. So, der kommt jetzt auch noch hier hin. Brände sind gelöscht. Okay. Ah, jetzt haben wir 4 Minuten Zeit für den Typen hier. Das kriegen wir schon hin. Hätten wir den eigentlich, den Zusatzwagen eigentlich gar nicht anfordern brauchen, weil... Aber naja, ist egal. Ja. Es wäre nicht möglich, das aufzuführen. Da holen wir einen Arzt doch mal. Frage. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Ja. Hoffentlich lebt der überhaupt noch. Der liegt da jetzt schon so lange. Boah, da war echt ein heftiger Absturz. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Oh, komm, mach hin, ey, dass er nicht mal rennt. Verstanden. Ja. Jetzt rennt er. Es ist ja nicht möglich, das aufzuführen. Ah, das ist doch hier ein super Team. Ja. Ja. Verstanden. Ja. So. So, das war es. Ja. 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 Verstanden. Ja. Positiv. Ja. Verstanden. Ja. Ja. Positiv. So. Wie nur 1400, also ein bisschen Busch irgendwie. Ja, wir haben auch 8 Züge für Reserveeinheit und für Patienten in kritischem Zustand. Der Untersuchungsausschuss der Luftaufsicht hat uns gerade mitgeteilt, dass es wahrscheinlich ein plötzliches Versagen des Lenktriebswerks und die falsche Reaktion des Piloten darauf zum Absturz geführt haben. Es kam ebenso an Licht, dass der Pilot nicht über ein gültiges Instrumentenfluglizenz verfügt. Jo, selber schuld. Der Typ läuft wieder zurück. Seine tägliche Routine Lauf irgendwie hier. Naja, wir gucken mal, was wir hier noch so machen können. Der ist in der Kantine gut aufgehoben. Die Strategen müssen eigentlich in die Leitstelle. Wer ist denn in der Leitstelle? Sind auch Strategen. Keine Ahnung. Was ist denn gerade? Aber wir
gucken nochmal, was wir hier aufbauen können noch. Ich finde, Eingangsbereich können wir vielleicht noch irgendwas hinstellen. Mini-Taktikmodell. Können wir das noch irgendwo hinstellen? Hier auf die Ecke können wir das vielleicht stellen, hier vorne hin. So, oder? Sieht doch ganz gut aus. Hier kommt wieder zurück. So. Dann wäre das jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann macht er das auch. ja, ansonsten wünsche ich euch was und bis zum nächsten Video.